Also kein Invasor, sondern ein einfach ein roter Hampel. Also er sah aus wie so wie der Finstergeist vor der Hölle der Untoten. Ja, genau. Die zählen nicht als Invasoren. So ein versteinertes Etwas in dieser Geheimkammer. In der anderen war ein Leuchtfeuer. Das verkürzt uns schon mal den Weg. Gewaltig. Und ja, hier ist ein Giftraum. Erstmal sind hier jede Menge von den Giftdingern drin. Au. Und auf Hinterhalt aus. Also ich rede von den Gift. Ja. Das ist nicht so gut. So. Das ist besser. Wir sind immer noch vergiftet, weil ich noch immer Giftsapsche an den Füßen habe. Wow. Nicht schon wieder. So, da hinten ist noch einer. Ich gehe jetzt mal vorsichtig vor. Und zertrümmer langsam die Giftdinger. Damit ich mehr Freiraum hier habe. So. Jetzt kannst du weg. Ja, das hier ist sinnlos. Heiliger, drüber nachdenken. Das bedeutet eigentlich eher, aus diesem Ding hier kommt Gift, wenn wir den Lockstone reinstecken. Normalerweise Gift. Und das hier ist keine Truhe. Das verrate ich euch schon mal. Wagt es ja nicht Lügner voraus. Das stimmt nämlich. Diese Truhe ist nämlich eine Mimik. Die erste ihrer Art. Und nicht die letzte. Finsterstulpen und ein Arbeitshaken. Ja, das Finster-Set. Das gibt es hier. Das ist nämlich das Set der Darkwave aus Neulondo. Stulpen eines von der Finsternis überwältigten Ritter. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alte Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. So, und jetzt stehen wir eigentlich vor einer Sackgasse. Wir können hier nicht durch, weil das Gift zu heftig ist. Um uns noch mit den beiden dann anzulegen. Und wir können nicht durch den Tunnel durch, weil wir dort von einem Typen beschossen werden und da auch Gift ist. Das sind typische Fälle von Dängste. Das habe ich nämlich auch eine Weile gebraucht, bis ich es herausgefunden habe. So, wir gehen erstmal wieder zurück zum Leuchtfeuer. Also in Richtung Leuchtfeuer. Und töten erstmal ihn hier nochmal. Oh. Wer hat die beiden eingeladen? Ich will hier hoch. Ich will hier dringend hoch. Na, ich will noch weiter hoch. Er kommt mir nämlich nicht hinterher. Nur die beiden kommen mir hinterher. Und die beiden kann ich locker töten. Au. So. Uff. Nein, ich will nicht gleich wieder runter. Da ist nämlich noch er. Ich. Komm, hör auf mich zu veralbern. Ich will den Gegenstand aufnehmen. Drei giftige Wurfmesser. Hey, Kumpel. So. Grabwächter Oberteil, warum nicht? So,
So, ich habe extra die Windmühle erwähnt. Die der Grabwächter hier ziemlich offensichtlich bewacht. Genau, und hier steht auch endlich mal versucht Fackel. Wir können nämlich hier einfach die Windmühle anzünden. Und dadurch, dass wir sie anzünden, müsste jetzt erst einmal langsamer werden. Und stehen bleiben. Und eigentlich müssten die hier drin auch stehen bleiben. Naja, vielleicht bleiben die stehen, wenn ich das Gebiet resettet habe. Gut. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ah, sie sind stehen geblieben. Sehr schön. Und dadurch, dass jetzt alles hier stehen geblieben ist... Wow. Ja, die Falle. Ist hier die ganze giftige Sapsche weg. Wow. Und ja, da drüben ist eine Werferin. Genau, jetzt ist die gesamte giftige Sapsche weg. Auch die da drüben. Bei den Jungs. Aber da wollen wir erstmal noch nicht hin, weil, wie gesagt, da ist Bossfight-Time. Wir warten lieber, bis hier das Ding explodiert. Lassen uns hier runterfallen. Kämpfen mit ihm hier. So. Springen hier runter. Fürs Erste. Lassen die da oben wüten. Wow. Auf die beiden Haare war ich nicht vorbereitet. Ah. Ihr seid gestorben. Schön. Das macht doch Freude, zu sterben. Ja, ich habe irgendwie vergessen, dass da zwei runtergesprungen kommen. Oh, ich bin am falschen Leuchtfeuer. Ich würde gern zum mittleren zurück. Das heißt wieder das ganze Debakel. So, erstmal dich wegmachen. Dann hoffen, dass der hier oben gleich runterkommt. Naja, während wir auf ihn warten, kann ich mal kurz ein Menschenbild ein... Ach nö. Wir werden wahrscheinlich noch ein, zweimal sterben. So nach meiner Prognose. Na, wo bleibst du? Hat er keinen Bock mehr? Achso, ich hatte ihn noch gar nicht angelockt. Ah, ich falle einfach runter. Dann kommen sie nämlich runtergeklettert. Einer kommt gefallen. Komisch, warum waren da auf einmal zwei? Was ist mit dir hier? So. Heilen.
Und dich wegmachen. Warten, bis sie nochmal bombt. Jo. Dich wegmachen. Oh. Und ja, die müssten irgendwo da oben stehen. Genau, und sind äußerst garstig. Wow. Au, Blutung ist nicht gut. Puh. Schnell trinken. Jetzt hätte ich gerne meine Seelen wieder. Puh. So ein verdammter Krampf. Was war das jetzt wieder für eine Aktion? Die Männchen sind echt... Ja. Ich sagte ja, wir sterben nochmal. Ich krieg bei denen echt den Schild nicht schnell genug hoch. Ja. So, du weg. Genau, den da locke ich an. Und hier runter. So, der ist weg. Jetzt kann ich hier hochklettern in Ruhe. Kann runterklettern, warten, bis einer von ihnen kommt. So, der erste. Von beiden ist weg. Der zweite will anscheinend nicht. Ach, der sitzt noch auf seinem... Genau. Genau, bis ich ihn treffe, hat er mich auch zweimal getroffen. Unfair. Und warum hat der überlebt gehabt gerade eben? Ja, ich mach so eine Kussbombe. Die ist nicht schlimm. Kommen die beiden wieder. So, die nehme ich am besten so vor. Oh. Habt ihr das gesehen? Die sind... Und jetzt sind beide Seelen weg. Die sind einfach wirklich übelst böse, wenn es mehr als einer ist. Wenn es einer ist, sind sie schon schlimm. So, und jetzt werfe ich doch ein Menschenbild mal ein. Weil langsam gehen meine Lebenspunkte zu weit runter. Ich sehe zwar dank der Alpha-Rüstung mein Gesicht nicht mehr. Trotzdem ist das nicht gut, wenn ich zu wenig Lebenspunkte habe. So, der springt jetzt rüber, kommt gleich runter. Also ja, gerade die zwei da oben sind richtig mies.
So, zur Sicherheit, falls der andere doch kommt. Und der hängt lustig in der Leiter fest. Gut. Sie kommen nicht richtig durch mein Schild durch, das ist klar. Das Problem ist, wenn ich das Schild oben habe, mache ich nicht genug Schaden an ihn. So. Eisenpfeile. Gut. So, weg. Seht ihr? Schild ist oben. Ich verbrauche einen Haufen Ausdauer, mache aber nicht annähernd genug Schaden.